Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Kennt ihr das? Ihr habt irgendwie Bock auf Süßes, aber ihr habt nix da? Tja, dann habe ich da was für euch. Und zwar... Keep calm and eat sweets. Jawohl, das ist eine neue Lootbox. Jawohl. Und die hat nur Süßkrams drin. What? Jawohl. Und zwar ist das eine von zwei Starterboxen von English Food, na, beziehungsweise In Your Box. Ich blende hier kurz unten mal die E-Mail-Adresse ein. Nein, Quatsch, was für eine E-Mail-Adresse. Ich blende hier unten einfach mal die Adresse ein. Na, da wisst ihr schon mal Bescheid. In der Videobeschreibung ist aber auch noch was. Also keine Sorge, da kommen wir gleich nochmal zu. Na, In Your Box, English Food. Und das ist hier die englische Box. Es gibt, wie gesagt, zwei Starterboxen. Es gibt eine USA-Box und eine englische Box. Und hier ist jetzt gerade mal die englische Box dran. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Oh, Naschi aus England. Oh, total geil. Was erwartet uns? Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich neugierig, was da drin ist. Ich habe noch nichts gesehen. Ein bisschen was naschen kann man ja immer, ne? Das geht schon klar. Es klackert ein bisschen in der Box. Sehr schön. Wir legen das mal so ein bisschen beiseite. So, gucken wir uns erstmal das hier an. Viel Spaß beim Naschen. Oha, guck mal, hier gibt es erstmal... Meine Box wurde übrigens gepackt von Chris. Hallo Chris, vielen Dank fürs Packen der Box. Finde ich super von dir. Ne? Na. Die Artikel gibt es übrigens auch im Online-Shop. Das könnt ihr hier dann sehen. Ne? Da ist dann der Online-Shop. Ist aber auch alles unten in der Videobeschreibung. Keine Panik, macht euch keinen Stress. So, was haben wir dann hier? 5% Rabatt kann man kriegen, wenn man hier auf den Shop geht. Ohne irgendeinen Code. Einfach nur so ein Neukunde und so. Geil. Das packen wir schon mal beiseite. Was haben wir hier? Ein Briefchen. Oh, das muss ich jetzt erstmal durchlesen. Ne? Oh, ne, das ist die Spoilerkarte. Boah, gefährlich. Ich dachte, das wäre ein Brief, ein persönlicher Brief an mich von Chris. Und nicht. Als erstes haben wir hier erstmal Verpackungsmaterial. Ne? Kann man immer gut gebrauchen. Aufbewahren. Ne? Oh, ich freue mich drauf. Ich werde auch probieren. Keine Panik, ich werde probieren. Ich werde einiges probieren heute. Ich habe vorgenommen, ich werde hier fast alles aufreißen und probieren. Wir haben ja einmal, das ist ja gemein, da stehen die Kalorien schon vorne direkt drauf. So eine Sauerei. Wir haben einmal KitKat Lemon Drizzle. Drizzle the Shizzle. Shizzle Drizzle. Lemon KitKat Drizzle. Das wird wahrscheinlich ein KitKat sein mit einem leichten Hauch von Zitrone. Das werden wir jetzt gleich ausprobieren. Wir reißen ihn jetzt mal auf. So, jetzt haben wir ihn aufgerissen, jetzt reißen wir ihn auf. Ich bin heute nicht so gut im Aufmachen von Schokolade. Schokolade, das ist ein KitKat und ich mache jetzt was, was man nicht machen darf. Nein, natürlich nicht. Kinder, KitKat muss man brechen. Ne? Man darf die nicht anders essen. Wenn man so abbeißt, dann ist man, das ist ja barbarisch. Was seid ihr für Leute? Und, ne, Englisch, denkt dran, Finger abstrecken. Ich mag wie KitKat mit einem Hauch Zitrone. Ja. Sehr lecker. Zitronen-KitKat. Wer hätte das gedacht? Schmeckt ziemlich gut. Lemon Drizzle. Ja. Das kann man machen. Sehr geil. Also, Anfang schon mal sehr gut. Oh, jetzt kommt es nämlich. Und das ist nämlich English Foods. Cadbury. Cadbury ist eine geile Firma. Und hier haben wir Fudge. Fudge, ich liebe Fudge. Ja, das muss ich auch auf Reisen und probieren. Ihr seht ja schon im Abbiss, dass es einfach nur geil schmecken kann. Mega geil. Beißt sich richtig gut ab. Hammer. Also, davon könnte ich ungefähr so 200 Stück haben. Das wäre gar kein Thema. Also nicht jetzt sofort, aber so, dass man sagt, immer wenn man Bock hat, würde man einen haben. Die finde ich mega geil. Hammer, hammer lecker. Richtig cool. Oh, das ist alles so geil. Was haben wir hier? Malteser Buttons. Oh. Da steht auch die Kalorienzahl so groß vorne drauf. Mann. Das ist ja fast ein schlechtes Gewischen. Ich kriege ein schlechtes Gewischen, wenn ich hier nasche. Aber auch die machen wir auf. Achso, vielleicht zeige ich sie euch erstmal vorher. Ne? Schaut mal. Das ist Malteser Buttons. Kennt ihr Malteser? Das ist normalerweise so eine Schokokugel und innen drin ist hier so Malz. Ja, wie so ein Malzbier, nur fest. Wird das vom Schaum, vom Malzbier gemacht? Wird es abgeschöpft? Und einfach, keine Ahnung. Und das sind hier jetzt Buttons. Was sind Buttons? Ja, ihr wisst, was Buttons sind. Buttons sind Knöpfe und dementsprechend sieht das so aus wie ein Knopf. Malteser Buttons.
Ne? Könnt ihr euch hier so an die Jacke machen und dann, wenn ihr mal Hunger habt, irgendwo so, ne? Wenn ihr gerade im Vorstellungsgespräch seid und euer Hemd und so, und so, oh, jetzt mal hier, was ist los? Mmh. Oh, wie geil. Die haben halt dieses typische Malteser-mäßige, dieses leicht zäh, aber doch gut im Abbiss. Diesen malzigen Geschmack und dazu die Schokolade. Das ist der Burner, Alter. Ich bin verliebt, Alter. Möchtest du meine Frau sein? Nein. Darf man aus Kartons heiraten heutzutage? Nee, weiß ich nicht. Der ist aber krumm. Was ist denn das? Drumstick Bubblegum. Ich bieg das mal kurz gerade. Guck mal. Schon haben wir das wieder begradigt. Das ist etwas, was ich jetzt nicht probieren werde, weil Kaugummi und so ein Lutscher, das dauert hier zu lange. Na, auch schon mit dem ganzen hier am Kaugummi, das klingt aber ein bisschen bescheuert, ne? Also, das lassen wir mal bleiben. Das ist Bubblegum Flavored Chewy Lolly. Das könnte aber sein, dass das gar kein Kaugummi ist, sondern so ein Kaubonbon-Lutscher. Dann machen wir das doch mal auf. Ja, es ist, glaube ich, auch so ein Kaubonbon-Lutscher. Komm, jetzt hier, geh auf. Ich bin heute nicht befähigt, sowas zu öffnen irgendwie. Ganz komisch. So sieht das aus. Ne? Farblich wie eure Zahnpasta vielleicht. Boah. Klebt sofort alles, aber schmeckt mega geil. Das hat so einen bananigen Geschmack irgendwie sogar. Hammer. Ich weiß nicht, wo soll ich das jetzt hinlegen? Legen wir es einfach mal hier rein. So, schmeckt geil. Kann ich euch empfehlen. Ist auch ziemlich lecker. English Foods, ihr macht hier alles richtig. Was haben wir noch? Ich weiß nicht, ob da noch mehr von kommen, aber ich hole mal die raus. Was ist das? Fruit Salad. Fruchtsalat. Sehr fest. Könnte sowas sein wie Mao Am. So von der Art. Ich packe mal einen aus. Fruchtsalat. Ah, das ist dasselbe, was ihr eben schon gesehen habt, nur halt in klein und ohne Stiel. Ja, gut, dann packe ich den wieder ein. Ja, probiere ich jetzt nicht. Habe ich ja gerade schon probiert. Wird da eine andere Geschmacksrichtung sein. Ha, könnt ihr selber rausfinden, wie es schmeckt, indem ihr euch so eine Box bestellt. Perfider Plan von mir wieder mal. Das hört auch nicht auf hier. Wir haben ja noch einen Drumstick. Drumsticks sind ja normalerweise so... Sorry. Ich hätte jetzt auch den anderen noch dazu nehmen müssen, damit das irgendwie passt. Entschuldigung, ich leg den mal beiseite. Haben wir schon gesehen. Auch der ein wenig schief. Guck mal. Kann man gerade biegen. Geht wieder schief. Egal. Leckeres Zeug. Auf jeden Fall. Guck mal hier. Schaut mal hier, was wir hier noch gefunden haben. Wir haben hier nämlich noch ein Fruit Salad gefunden. Und wir haben hier noch ein Blackjack. Das dürfte Lakritze sein. Likorisse? Mögt ihr Lakritze? Steht ihr auf sowas? Oh, der wird sehr richtig lecker sein. Schaut mal, wie der aussieht. Oh, der ist so richtig weich und schmeckt... Oh. Mmh. Oh, mega geil. Und das ist so ein Lakritzbonbon. Ein Ploppenzieher, keine Frage. Aber lecker. Und ich bin ja einer der Menschen, die Lakritze sehr mögen. Dementsprechend ist das für mich auch eine absolute Eins. Und leider schon weg. Vielleicht findet sich da noch einer. Was haben wir hier? Hahaha, weil man vom Teufel spricht. Bitting! Achso, warte mal, so rum. Bitting! Lecker. Was haben wir hier? Wow! Aero Peppermint Bubbles. Das klingt schon richtig, richtig mega geil. Aero kennt ihr, das ist die Luftschokolade. Ne? Das ist eine Schokolade mit Luft. Ja, das ist so. Ne? Da kriegt ihr dann 80 Gramm Schokolade und 40 Gramm Luft. Oder so irgendwie. Die ist immer sehr, sehr, sehr... Ja, wenn ich jetzt luftig sage... Also gut, ihr versteht, was ich meine. Ne? Schokolade, die dann sehr luftig ist. Sowas kostet ein Pfund in England hier. Ein ganzes Pfund. In Deutschland wird die Tüte aber wahrscheinlich auch 2 Euro kosten oder so, wahrscheinlich. Ein Pfund, was sind das? 1,30 momentan? 1,40? Ich weiß, boah. Oh, allein der Geruch. Schaut mal, riecht mal. Ah, könnt ihr gar nicht. Das wär's noch.
Geruchs-YouTube, alter Schwede. Da würden Kochvideos, glaube ich, richtig geil abgehen. Das ist jetzt so eine Kugel, oben grün, unten braun. Jetzt fange ich damit mir ein Pikachu. Nein, das ist Oh, da ist ja alles verbunden. Das ist ja richtig geil. Das ist ja mega geil. Hier so English Woods. Ihr könnt mir diese Box bitte noch so 30, 40 Mal, damit ich mir die Wand damit tapezieren kann. Hätte ich, dass ihr da arbeiten könnt, ohne den ganzen Tag zu naschen. Ich meine, gut, weiß ich ja nicht, aber mega geil. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich am Ende nicht. Ich muss da noch eine von essen. Oh ja, mega geil. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich am Ende am besten finde, aber ich glaube alles. Guck mal, hier haben wir noch einen. Geil. Finde ich mega cool. Was haben wir hier noch? Cadbury Twill. Cadbury war klar, dass da viel Cadbury drin ist, ist ganz, ganz klar. Super geile englische Schoki. Ich hätte jetzt tatsächlich. Ah, kommt gleich noch. das ist jetzt wie so ein Twix-Riegel. Und was hat das für eine Geschmacksrichtung? Intensive Cadbury Milchschokolade Hit. Das fühlt sich wie geschlagen, wenn du das isst. Twirl. Mal gucken. Ich gucke mir das mal an, ne? Ein Hoch auf die Wissenschaft. Guck mal, da kommt dann so eine Stange raus, so eine lange. Ne? Das ist wie Luftschokolade. Schau mal, so. Boah, schmilzt überall, aber lecker. Sehr gut. Sehr, sehr gut. It's a very good chocolate, yes. Yes, indeed, it is. We like our chocolate. Was haben wir hier noch? Da ist vor allen Dingen wie. Hier Schokolade. Warte, vor allem wie viel hier drin ist. Wir haben hier eine Cadbury Dairy Milk mit Chopped Nuts. So, die werde ich jetzt mal nicht aufmachen. Ne? Wie gesagt, ich kann hier auch nicht alles probieren. Das ist ja klar. Man muss auch ein bisschen was aufbewahren, weil ihr kennt das, wenn es offen ist, wird es auch weggenascht. Und ein bisschen soll es ja auch halten. Das sind 95 Gramm Schokolade. Es ist eine Cadbury Schokolade. Das heißt, die wird geschmacklich sehr, sehr, sehr zart sein. Es sind kleine geraspelte Nüsse drin. Es ist nichts, was ihr nicht kennt. Ja. Nur sie ist mega lecker. Ich zeige sie euch einmal so richtig schön. Guck mal, kriegt ihr da nicht Bock drauf, wenn ihr schon die Verpackung seht? Ne? Und schaut euch das an, wie das hier, da haben sie die Nüsse einmal so. Das ist wahrscheinlich alles handgeschlagene Nüsse. Da sitzt einer den ganzen Tag, der schlägt die Nüsse kaputt. Ne? Dass ich sowas mal sage. wer weiß, ne? Und so eine Schokolade kostet auch einen Pfund. Das ist schön. Aber das ist, wie gesagt, mega geil. Die kriegt ihr, glaube ich, auch inzwischen öfter mal in irgendwelchen Geschäften auch in Deutschland zu kaufen. Also ich glaube, Cadbury hat da jetzt langsam angefangen. Ne? Aber in dieser Box ist das natürlich mega geil. Finde ich super. Ich freue mich drauf, die zu probieren. Aber wie gesagt, jetzt nicht. Man kann auch nicht alles probieren. Das wird sonst zu viel. Wenn ich alles aufreiße. Ne? Mal da. Was war das? Deswegen reiße ich für euch auf jeden Fall hiervon einen auf. Pinguin von McVitie's. Und das ist nicht gesungen, das steht hier so drauf. Pinguin. Und das sind Pinguine. 6,5 Pfund. 6 Riegel. Was ist das? Milchschokolade Biscuit Bars. Mit Schokoladencreme gefüllt. Keine Artificial Colors or Flavors. Kein extra Öl mit drin. Wir reißen die mal auf. Gucken uns die mal an. Oh, die sind breiter, als ich jetzt gedacht hätte. Ich hätte jetzt gedacht, die wären so schmal. Pick-up-Pinguin. Das sind so lustige Pinguine drauf. Boing, boing, boing. Der sitzt doch auf so einem Ding, ne? Boing, boing, boing. Nicht geil. Das probieren wir jetzt gleich mal sofort. Gucken uns das mal an. Ach ja. Ah, schon wieder zu viel Zucker, der Junge. Da merkst du gleich, dass der dann total irre wird. Schaut mal, so sieht das aus von außen. Abbeißen? Ne? Hättest du gerne, ne? Kaufst du Box. Boah, ist das geil. Ich hatte jetzt tatsächlich mit einem normalen Butterkeks gerechnet. Und mit so einer Schokocreme drin, aber weit gefehlt. Das ist ja tausendmal besser. Das ist ja so. Boah. Schmeckt richtig gut. So schmecken also Pinguine. Ja, gut zu wissen. Wir haben hier noch einen Lemon Drizzle. Drizzle the Shizzle. Warum sage ich das immer so? Keine Ahnung.
Ein Lemon Drizzle. Habt ihr eben schon gesehen? Habe ich schon probiert, ganz am Anfang. Habt ihr schon vergessen? Ich muss zurückspulen kurz. Nochmal kurz zurückspulen. Guckt euch das bitte nochmal an. Wie ich... Nein, braucht ihr nicht. Guckt einfach weiter. Ich mache den aber jetzt auch nicht auf. Ne? Das wird sonst... Habe ich ja gerade schon den anderen probiert. Und wird jetzt nicht anders schmecken. Ist dieselbe Sorte. Ja. Wusstet ihr, dass in Asien gibt es KitKat in 2 Milliarden Sorten? Da gibt es alles. Von Wasabi über süße Bohnen und so. Das ist irre. Schmeckt auch nicht alles gut. Muss man dazu sagen. Anders als hier. In dieser Box ist alles... Oh, geil. Eclairs. Ich werd verrückt. Eclairs. Eclairs von Cadbury. Oh. Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Ja, weil... Sehr süß und sehr lecker. Oh, Eclairs sind toll. Ich liebe Eclairs. Schaut mal, die sind so. Und dann sind die so. Und das ist Karamell. Und ihr wisst ja, Karamell. Na? Und das wird jetzt eine Weile dauern. Ne? Vielleicht mache ich ein Fast-Forward, aber weil kann ich auch nicht abbeißen. Da müsst ihr euch so angucken, wie die aussehen. Das sieht, die sehen so aus wie auf der Packung hier. Innen drin ist halt so ein Schokokern. Ne? Und haben so einen leicht etwas harten Abbiss. Und das dauert eine Weile, bis man den weich genug gekaut hat. Und dann kommt man an die Schokolade innen dran. Mega lecker. Das war der Hammer. Ich liebe Eclairs. Ich liebe Eclairs. In der ersten... Erfahrung mit Eclairs habe ich, glaube ich, gemacht damals mit diesen Quality Street Dosen. Die kennt ihr noch. Ihr kennt die vielleicht auch heute noch, weil wenn ihr so die, solche Dosen irgendwo in irgendwelchen Schränken findet und man denkt, geil, ne, bei Oma oder so, ey, da sind nur Süßigkeiten am Arsch. Da sind keine Süßigkeiten drin. Die macht ihr auf, da sind da Stecknadeln drin und so Garnrollen und sowas. Aber damit habe ich damals angefangen. Ja, und das waren damals so die ersten Erinnerungen an Eclairs. Mega lecker. So, jetzt haben wir ja noch eine Tüte. Starburst Fruit Chews. Ist halt alles sehr Kaubonbon-lastig hier. Und schokoladenlastig. Finde ich aber mega gut. Bursting with Fruit Juice. Fruit Juice. Favorites. Das ist ja ein cleverer Name eigentlich, ne? Ne, die sind wahrscheinlich auch rot. Nee, die sind nicht rot. Dann wäre der Name nicht so clever. Ich guck mir das mal an. Das ist wieder so eine Tüte, wo man als normalsterblicher Mensch nicht rankommt. Aber wir haben ja das gelbe Messer am Start und... Okay. Oh, der Geruch allein schon. Ha, sind da künstliche Farbstoffe drin? Keine Ahnung. Es steht zumindest nicht drauf, dass sie nicht drin sind. Auch das ist von Mars und Wrigley's. Interessant, das zu wissen. Und das riecht einfach... Oh, so fruchtig. Das riecht richtig fruchtig. Also natürlich wieder so harte Bonbonschen, ne? So sehen die aus. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Schaut mal kurz in die Tüte. Guckst du? Siehst du? In der Tüte? Andere Farben. Das wird jetzt wahrscheinlich eine von den Sorten sein, die drin ist. Das ist da ist hier Himbeer drin, Erdbeer, Apfel und... Was ist das da? Kirsche. Und ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ist das auf jeden Fall hell? Das ist wahrscheinlich Erdbeer oder Himbeer. Oder Kirsche oder Apfel. Na, Pirschi. Also ich vermute mal, das ist Erdbeer gewesen. Könnte aber auch Himbeer gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Abgang war... Also Erdbeer ist ja eher im Abgang so ein bisschen süßlicher und Himbeer so ein bisschen säuerlicher. Aber das konnte ich jetzt hier nicht so ganz unterscheiden. Das macht aber nichts, denn lecker sind sie allemal. Und ich freue mich, dass ich hier eine wunderbare Tüte mit solchen leckeren... Oh, die riecht so gut. So. Jetzt haben wir hier nur noch eine Sache drin. Nur noch ist gut. Alter Schwede, was ist das für eine geile Box, ey. Und das darf in einer englischen Box einfach nicht fehlen. Darf es einfach nicht. Und zwar Chips mit Salz und Essig. Denn die Engländer lieben ihre Essigchips. Für den deutschen Geschmack ist das meistens etwas seltsam. Wir haben hier eine kleine Pringles-Dose. Und auch diese kleine Pringles-Dose werde ich natürlich sofort öffnen und euch jetzt erstmal zeigen, ob sie es überlebt haben, die Pringles, diesen Transport, ne, von dort zu mir. Ja, das, oh, allein der Geruch schon. Das war klar, das ist tatsächlich ein Problem. Beim Transport gehen die mal so ein bisschen kaputt, aber es sind noch genug Heile mit dabei. Guck mal, ich habe hier gleich der dritte, ne, der ist fast ganz. Wir nehmen das einfach mal so hin. Ne? Aber da kann man nichts machen, das ist klar. Die werden halt importiert, transportiert. Logisch, dass da ein bisschen Bruch entsteht. Da darf man nicht zu traurig drüber sein. Sie schmecken ja trotzdem super gut, hoffe ich zumindest. Salz und Essig, nicht jedermanns Geschmack. Da werden einige Leute sagen, nee.
Geruchstechnisch sind die auf jeden Fall schon mal eine Nummer. Das ist echt heftig. Ich beiß da mal vorsichtig ab. Oh, mega geil. Also, als ich in England war, habe ich Salz- und Essigchips probiert, natürlich. War nicht überzeugt. Das ist aber auch schon so viele Jahre her. Das jetzt hier schmeckt mega geil. Fantastisch. Also, English Foods in your box. Ne, unten in der Videobeschreibung steht alles. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Wenn ihr so eine Box haben wollt, dann habe ich was Schönes für euch. Und zwar mit dem Code Silent Mike. Badum, steht auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr nochmal 10% sparen auf eine der Starterboxen, USA oder England. Ne? Das ist ziemlich cool. Dann zahlt ihr nämlich für eure Einzelbox so viel, als hättet ihr ein 3-Monats-Abo abgeschlossen für eine Box dann. Ne? Also ihr zahlt dann im Prinzip für eine Einzelbox so viel, wie eine Einzelbox kosten würde in einem 3-Monats-Abo. So gesehen. Könnt aber nur eine bestellen und habt dann trotzdem den guten Preis. Das ist auch was, oder? Also mit dem Code SILENTMIKE auf inyourbox.de bestellen. Worauf wartet ihr noch? Lecker. Ne? Das ist einfach nur lecker. Ne? Wir gucken mal, ob wir euch die amerikanische Box dann auch noch zeigen können. Ich. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ich würde mich drüber freuen und ihr habt dann, glaube ich, auch euren Spaß und vor allen Dingen, dann könnt ihr richtig die geilen Sachen bestellen. Ich denke mal, amerikanische Box, ne? Das fällt mir sofort ein. Reese's. Eindeutig. Da gibt es gar nichts drüber. Ne? Und verschiedene andere schöne Sachen. Reese's aber bestimmt. Ganz viel Reese's. Aber hier haben wir Cadbury und Cadbury ist super. Ich liebe Cadbury. Ich stehe da total auf. Ich finde das mega geil. Ich freue mich tierisch, dass ich diese Box zeigen durfte. Vielen Dank an dieser Stelle an English Foods. Das ist eine mega geile Chance, eine mega geile Sache. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr. So, jetzt habe ich lange genug palabert. Ne? Zuckerschock lässt nach. Ich muss ein bisschen nachschieben. Alles klar. Ne? Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, ne, bestellt euch einfach mal so eine Box. Die freuen sich, ich freue mich, wir freuen uns alle. Ihr freut euch, habt leckeres Zeug zu Hause. Ne? Ich feiere unter anderem die hier total und den Fudge und die Malteser Buttons. Ich finde das alles mega geil. Ich bin jetzt raus. So, Daumen da lassen, Abo da lassen, Benachrichtigungsglocke drücken, wieder einschalten und tschüss. Tschüss.